Leute, es ist soweit. Five Guys ist in Deutschland angekommen und ich bin extra für euch nach Frankfurt gefahren, um Five Guys in Deutschland zu testen. Ja, es ist fett. Ich bin hier an einer ziemlich viel befahrenen Straße. Das heißt, meine Bewertung wird heute ein bisschen anders ablaufen. Ich mache nicht dieses Hin- und Her-Gespringe bei den Bärten. Das lassen wir heute mal weg. War in Kanada ja auch nicht dabei. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Bitte nicht böse sein. Ich bin also in den Laden rein, habe meinen Burger bestellt, habe meinen Milchshake bestellt. Erdnussbutter, Bacon. Ja, Erdnussbutter und Bacon. Und dann ist mir aufgefallen zum Schluss, scheiße, du hast vergessen Pommes zu bestellen. Ich muss ja die Pommes auch probieren. Aber es kam, wie es kommen musste. Und ich bin wirklich gefragt worden, ob ich noch Pommes möchte. Einfach so, ohne was dazu zu bezahlen. Wie in Kanada. Er fragt mich noch, möchtest du noch Pommes? Du hast gar keine Pommes. Ich sage, ja, mach einfach eine Schaufel rein. Und was macht er? Er gibt mir eine kleine Pommes und er gibt mir noch Bonus-Fries. Die Bonus-Fries, also die Bonus-Pommes, die da noch mit drin sind, die haben einen bestimmten Grund. Es kommt erst der Burger rein, dann kommen die Pommes rein. Und dann machen sie nochmal eine Schaufel oben drauf. Und für was das Ganze? Dass es aufbleibt, dass die Tüte aufbleibt und so die Pommes kross bleiben. Also nicht matschig und lätschert werden und bläh. Werden jetzt aber auch dadurch nicht kalt, weil unten ja die heißen Pommes liegen, sondern die bleiben einfach nur schön kross. Was für eine Idee. So, ich habe noch nie einen Milkshake bei Five Guys getrunken. Oh ja, da sind Stücke drin. Dieser Milchshake ist der Wahnsinn. Also den kann ich empfehlen. Erdnussbutter mit Bacon. Es funktioniert, weil süße Erdnussbutter, salzige Erdnussbutter. Also es hat ja von beidem etwas. Und dazu noch der Bacon. Pommes. Ihr wisst ja, ich bin nicht der größte Pommes-Fan. Und die in Kanada bei Five Guys haben mir auch nicht wirklich geschmeckt. Die waren sehr weich und eher so mittel. Aber die hier. Man sieht es ja ganz gut. Die werden ja aus ganzen Kartoffeln durch so eine Kartoffelschneidermaschine durchgejagt. Frisch gemacht. Und das schmeckt man. Die hauen das durch diese Maschine durch, dann fallen die in kaltes Wasser. Danach werden sie in die Fritteuse, werden vorfrittiert. Dann kommt der Test, ob sie auch innen drin schon gut durch sind. Dann kommen sie raus aus der Fritteuse, kommen in die nächste Fritteuse und werden dann wieder frittiert. Also zweimal frittiert. Wahnsinns Pommes. Wahnsinn. Genug davon. Kommen wir zum Star der Show. Also nicht ich, sondern der Burger. Es ist das gleiche drauf wie in Kanada. Er riecht auch genauso. Und es wird eine Riesensauerei werden. Aber scheißegal. Oh, schaut euch das an. Schaut euch das an. Tja. Das ist der Double Bacon Cheeseburger von Five Guys Burgers and Fries in Frankfurt am Main. Wir haben drauf ein Sesambun. Bacon, Ketchup, Senf, Bacon, Ketchup, Senf, Käse, Fleisch, Fleisch, Double Beef, Bacon, Bacon, gegrillte Zwiebeln und gegrillte Champignons, Ketchup und der Bodenbun. Doof wie ich bin, habe ich meinen Kassenzettel bei Five Guys liegen lassen. Ich glaube, ich habe irgendwas mit 15 Euro bezahlt. Also es ist schon schweineteuer. Da wollte sich ein Stück Bacon davon schleichen. Nicht bei mir. Das hier sind Hamburger, Cheeseburger, wie sie sein sollten. Wie man sie zu Hause macht. Wie man sie an einem Burgerladen in den USA oder in Kanada an jeder Ecke bekommt. Von der Qualität her wirklich oberste Stufe. Vom Ästhetischen her, ja, da kann man streiten, ob die jetzt hübsch sind oder nicht. Wenn ich es auf den Punkt bringen müsste, dann würde ich einfach sagen, dieser Burger ist der absolute. Ich kann nie mehr McDonald's essen. Oder Burger King. Bevor wir zur Bewertung kommen, gehe ich auf einen Wunsch von einigen Zuschauern ein, die mir empfohlen haben, meine Skala von Bärten zu erweitern. Von 4 auf 5 Bärte. Das tue ich hiermit ab jetzt. Ab heute gibt es bei Stay Hungry Fast Food Review auch 5 Bärte zu vergeben. Kommen wir zur Bewertung. Five Guys Burgers and Fries
in Frankfurt der Double Bacon Cheeseburger mit gegrillten Zwiebeln, mit gegrillten Champignons, Senf, Ketchup, extra Bacon, bekommt von mir 5 Bärte. Er macht seinem großen Bruder in Kanada und in den USA alle Ehre. Er schmeckt wirklich haargenau so wie in Kanada. Ich hatte echt Befürchtungen, dass es irgendwie abgeändert wird auf europäische Geschmacksnerven oder irgendwie eingedeutscht, aber das ist nicht der Fall. Danke, Five Guys. Wenn ihr die Möglichkeit habt, nach Frankfurt oder Essen zu fahren, wenn ihr in Frankfurt oder Essen wohnt, geht hin. Bezahlt einmalig dieses Geld, ihr werdet es nicht bereuen. Wirklich nicht. Bacon! Schreibt mir doch mal unten in die Kommentare, wenn ihr schon bei Five Guys wart in Deutschland und wie eure Erfahrungen waren. Mich würde es wirklich interessieren. Mich hat es echt weggehauen. Die Pommes sind auch 5 Werte. Der Milchshake sind auch 5 Werte. Es ist wirklich durch und durch nahe an der Perfektion. Wahnsinn. Das war's auch wieder von meiner Seite. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn ihr mögt. Dann mal bis dann mal. Stay hungry. Ist das ein scheiß Wetter heute, ey. Five Guys, Burgers and Fries.